Willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Link to the Past. Um es kurz zu machen, ich werde jetzt durch den Hammer, kann ich halt sehr viel auf der Overworld machen. Und halt insgesamt durch die ganzen neuen Items. Und werde deswegen jetzt alles abhaken, was ich auf der Overworld machen kann, bis zum jetzigen Stand. Ja. Mein Ziel Nummer 1 ist erstmal der Palast. Weil es da noch ein Herzteil gibt. Da muss ich aber hier runter. Da bin ich letztes Mal vorbeigerannt. Oder vorletztes Mal, keine Ahnung. Jetzt muss ich es nur noch finden, war das hier? Nee, ich muss so hoch. Zack. Ja. Hier müsste es irgendwo sein. Komm. Ah, Alter. Hier geht's hoch. Zack, 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 zack. Hier kann ich runterspringen. Und hier gibt es das Herzteil. Und dadurch steigt meine Herzzahl wieder einmal. Dann kann ich noch was anderes machen. Und zwar hier hoch. Es gibt zwei Gründe, warum ich genau weiß, wo ich hin muss. Einmal, weil ich das Ganze schon mal gemacht habe. Also nicht alles, sondern nur so die erste Hälfte ungefähr. Und dann bemerkt habe, dass mein Mikrofon nicht ging in dem Moment, weil dieser USB-Adapter da einen Wackelkontakt hat. Und deswegen ging das nicht. Jetzt geht's aber. Wie man sicher schon bemerkt haben sollte. Hier hoch, genau. Und der andere Grund ist, weil ich mir die Komplettlösung zu diesem Part durchgelesen habe. Weil mir das zu kompliziert wäre, hier alles zu suchen. Und deswegen mache ich es mir einfacher. Danke, komischer Fisch. Jetzt gehe ich runter. Ich porte mal mich, also indirekt porten, ich schneide bis zu der Stelle, wo, ja, die man noch nicht gesehen hat. So, jetzt bin ich da. Oh shit. Lol. Ich gehe nochmal weg. Ach Junge, was ist denn das? Okay, diesmal wähle ich mir direkt den Hammer aus. Okay, ich muss hier hin. Er rennt immer dagegen. Junge. Hat sich null gelohnt, aber okay. Ja. Yep. Ja genau, den Spiegel brauche ich. Und jetzt kriege ich hier ein Herzteil, nice. So, und jetzt
Und das ist eigentlich das Nervigste an der Sache. Gebe ich die ganzen Rubine aus? Ach Junge, ich wollte das Teil nicht hitten. Ich wollte doch nur das Gras hitten. Naja, da drin gibt es sowieso Feen. Ich werde jetzt mal alle das Ganze aufstocken und das schneide ich aber raus, weil es mir zu lange dauert. So, ich habe jetzt 40 Bomben und 60 Pfeile bekommen dadurch, dass ich das aufgestockt habe. Also mein Lager ist jetzt voll sozusagen. So, jetzt muss ich hier hoch. Wenn ich mich recht entsinne, dann gibt es hier hinten noch ein Herzteil. Also, Herz ist das falsche. Ne, warte mal, wo gibt's das? Ganz langsam. Da hinten, ja. Ich muss nochmal hier hoch. Hier hinter. Hier runter. Dann hier hin, dann hier hin, dann. Ja, gut, hier. Hier so hinter. Ach nein, ich bin in der falschen Welt, warte. Ich muss erst die Welt wechseln. Es müsste hier irgendwo gehen. Ich glaube hier, oder? Lassen. Wo war das denn jetzt? Ich hab's gleich. Jeden Moment hab ich's. Hier müsste es gewesen sein. Nein. Hier ist es aber nicht. Ah, Junge. Okay, da gibt's eine einfache Möglichkeit. Okay, ich war irgendwie komplett verwirrt. Es ist einfach hier drüben. Ich weiß nicht, ob es irgendwie. Ich war einfach verwirrt. Ich glaube, das ist einfach alles, was es dazu zu sagen gibt. So. Hier hinten gab es auch noch was. Das war ja auch in der normalen Welt so. Das muss aber unter uns bleiben, verstanden? Kein Ding. Was mache ich als nächstes? Ach, ich weiß, was ich als nächstes mache. Da, wo ich vorhin schon hin wollte, da gehe ich jetzt hin. Zack. Und zwar hier runter. War das hier? Ja, das müsste hier gewesen sein. Genau. Ich wähle schon mal den Spiegel aus. Genau hier. Hier gibt es nämlich noch ein Herzteil. Hier sind, denke ich mal, überall Herzen drin. Ne, also da war nichts drin. Gut. Jetzt gehe ich zurück in die normale Welt. Was? In die dunkle Welt? Zack. Oh, eine Fee. Noch eine Fee, als ob.
So, der Typ müsste mir jetzt was geben. Genau. Ich hätte es vorlesen sollen, oder? Ja, der liebt irgendwie das Flöte spielen und hat seine Flöte dann vergraben. Jetzt will er, dass ich seine Flöte suche. Also der ist irgendwie in die Welt gekommen und so und dann. Und so weiter. Jo, hier müsste die Schaufel irgendwo vergraben sein. Genau hier. Ja, die Schaufel, nein, nicht die Schaufel, sondern die Flöte. Also known as Ocarina. Jetzt verschwindet er aus irgendeinem Grund. Und ich gehe zurück in die andere Welt. Zack. So, danke, Link, aber in dieser Gestalt kann ich die Flöte nicht mehr spielen. Bitte nimm du sie. Und solltest du irgendwann mal nach Kakariko kommen, dann gib sie dort dem etwas verschlafenen alten Mann. Würdest du das für mich tun? Oh, ich spüre, wie meine Erinnerung langsam verblasst. Bitte spiel mir ein Lied. Also, mir kommt das Lied nicht bekannt vor, um ehrlich zu sein. Aber naja. Jetzt gehe ich nach Kakariko, wie er das gesagt hat. Da kann ich eigentlich den Spiegel benutzen, oder? Warte, ich gehe vielleicht erstmal noch hin. Ja, genau. Das müsste passen. Warte, nee, ich laufe noch mehr hin. Hey, komme ich jetzt nicht vorbei. Dann geht's bestimmt hier unten lang. Zack, zack, geh hoch. Okay, ich wechsle einfach die Welt. Nee, ich bin hier falsch. Ich drücke immer die falsche Taste. Ah, jetzt bin ich hier. Ach so. Na, hier geht's auch lang jetzt. Das ist der Witz. Ah, Junge. Hier oben müsste es irgendwo sein. Genau hier. Hier muss ich die Ocarina spielen. Alter, ist das Lied lang. So, und jetzt kann ich reisen und das ist ja gut. Und sobald ich die Ocarina spiele, kann ich mich porten. Jetzt suche ich gerade was. Ich weiß nicht, ob es. Ne, hier war es nicht. Wo war das denn? Hier ist auf jeden Fall auch was, wo ich den Hammer einsetzen kann. Ja, komm her. Der gibt mir nichts. Herz und Bombe. Oh, Junge. So knapp. Irgendwo hier müsste ich. Ach, hier, genau. Genau. Zack.
gehe mal nach oben. Ich habe was Essentielles vergessen bzw. nicht gemacht. Und zwar muss ich mir Magic Powder besorgen. Wo ist die Hexe? Da oben, glaube ich. Hier ist die Hexe. Genau, 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 genau. Der Duft von verfaulten irgendwas. Hier ist der Pilz. Den muss ich wahrscheinlich auswählen hier. Ih, danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Nee. Ah, jetzt. Gut. Ja, ich portiere mich kurz dorthin. So, ich bin zurück. Und diesmal habe ich das... habe ich die essentielle Essenz mit... auch bekannt als magisches Puder. Ra, wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Ra, das schreit nach Rache, macht dich auf was gefasst. Ra, na, gefällt dir das? Ach, siehst du, ab jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Gut, nicht? Das freut dich, was? Na dann, toi toi toi, mach's gut. Jep, das freut mich tatsächlich. Ja, aber ich würde mal sagen, ich beende den Part jetzt, weil es schon ziemlich lang ist. Ich meine, ich werde zwar was rausschneiden, aber trotzdem, bye bye. Es geht mit Links Auge ab. Ich glaube nicht, dass es so aussehen soll. Soll das echt so aussehen? Ja, es soll so aussehen. Sieht aber komisch aus. Gut. Ja, das mit dem Auge irritiert mich sehr. Ja, dann tschüss.